heute bei NRW TV zu Gast und stellen ein neues Lied vor, denn pst, bald ist Muttertag, also heute ist Freitag, Sonntag ist Muttertag und wir haben unsere Mütter mit ins Studio genommen, denn wir werden die mit einem schönen Lied zum Muttertag überraschen. So, wir sind im Studio. Wir haben jetzt gerade so den... Meine Haare sehen ja komisch aus gerade. Haben jetzt gerade den ersten Durchlauf gemacht. Wie ihr hier seht, Tjalda ist auch am Start. Hi. Natürlich. Svens Rücken auch. Hallo, Sven. Mighty Boy. Hallo. Warte, da. So. Jo, das ist das Studio hier. Die Stimme aus dem Off fragt, ob wir es nochmal machen wollen. Soundcheck ist vorbei jetzt. Ja, jetzt machen wir kurz Maske und so. Und dann geht's los. Dann wird's ernst. Und das finde ich so super. Mhm. Es bleibt die Tochter, es bleibt der Sohn. Mhm. Das macht's aus, ne? Dann am Ende. Mhm. Mhm. Ihr seid stolz auf eure Kinder. Das Schöne ist, eure Kinder sind auch total stolz auf euch. Mhm. Ihr seid heute nicht nur hier, weil wir mal wissen wollten, wie die so als Kinder waren, sondern die beiden haben für euch was vorbereitet. Und da gehe ich jetzt mal zu den beiden rüber. Die haben sich schon mal positioniert, werden gleich ihren Song performen. Und was das für ein Song ist, das sollen die beiden jetzt mal eben selber sagen. Denn es ist gar kein ganz normaler Song, ne? Ja, man vergisst ja manchmal im Alltag wirklich Danke zu sagen für das, was man seiner Mutter auch schuldig ist. Und deswegen haben wir jetzt, kurz vor Muttertag natürlich, diese Gelegenheit genutzt, um euch einen Song zu widmen. Also hört gut zu und schaut euch auch die Bilder an. Wie heißt der Song, den wir jetzt hören? Mother's Day. Mother's Day. Passend zum Tag natürlich. Passend zum Muttertag. Es ist eine Weltpremiere. Genießt es. Viel Spaß euch und den Mamis auch ganz viel Spaß. Seventeen years young and a little boy on his way, struggling by the drama that goes on in your life every day. Living without paper in your pocket doesn't make it better, but if I look at you I see you smile through all the rainy weather. In you I've got a friend, and nobody loves me like you do. Your love will never end, and so as you do, I will do too. That's why I say, my mama, I love you. That's why I say, my mama, I love you. Watching a lot of white kids almost breaking down your house. Now look at all these grown adults, I really don't know how. Managed to make us the ones we are, cause we're strong and we made our way. The only way that we can say we thank you is in the way we say. In you I've got a friend, and nobody loves me like you do. Your love will never end, and so as you do, I will do too. That's why I say, my mama, I love you. That's why I say, my mama, I love you. But the kindness that I show you, that I understand. In you
I've got a friend. And nobody loves me like you do. Your love will never end. And so as you do, I will do too. That's why I say, my, my, mama, I love you. That's why I say, my, my, mama, I love you. In you, I've got a friend. And nobody loves me like you do. Your love will never end. And so as you do, I will do too. That's why I say, my, my, mama, I love you. That's why I say, my, my, mama, I love you. Mama, I love you. Die Mamas haben direkt angefangen zu weinen und ich nehme euch mal mit rüber. Geht zu euren Kindern, nehmt sie ruhig in den Arm, so soll das sein. Kommt hier alle zusammen. Es war sehr, sehr, sehr bewegend, auch für mich daneben zu sitzen. Die Mamas, es hat wirklich nur eine Silbe, ein Foto gedauert, da gingen die Tränen los. Nehmt eure Mütter mit, nehmt sie in den Arm, kommt wieder zu mir hier vorne hin. Ach, jetzt weinen alle, also Maske bitte. Kommt ihr zwei links von mir, ihr zwei rechts von mir. Und ja, ich glaube, man braucht gar nicht viel sagen, ne? Wie war das? Ich will jetzt eh nichts mehr sagen. Aber Sascha, du vielleicht, wie war das jetzt? Ihr habt so lange darauf hingefiebert, wir haben das hier ein bisschen geplant mit euch, ja, das wir ist haben Überraschung. So eine hinterrückte Aktion geplant hier hinter deren beiden Rücken. Also wir haben natürlich, wir wussten ja nicht, wie die zwei reagieren, also wir freuen uns natürlich. Ich war ein bisschen nervös, weil, wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, aber es freut mich natürlich, dass wir eine schöne emotionale Reaktion haben. Du fängst jetzt gerade selber ein bisschen mit an zu weinen. Wenn ich meine Mama weinen sehe, dann muss ich jetzt auch fast immer weinen. Mhm. Aber es waren Freudentränen, ne? Aus mir dann Kippefell. Mir aus ganzen Haut. Ach, schon wieder die Gänsehaut. Aber ich wusste, dass sie so reagieren würde, deswegen habe ich mich... Ja. Nicht drauf gefreut, aber... für jeden, der jetzt vielleicht nicht so direkt die englische Sprache beherrscht, klar, es geht darum, dass ihr eure Mamas liebt. Ganz kurz zusammengefasst, was kommt in dem Lied vor? Es ist über wie wir aufgewachsen sind und dass die für uns eine große Stütze sind und dass man nicht vergessen soll, dass wir die lieben, dass wir uns freuen, dass die immer für uns da sind. Mhm. Genau. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der eine Mama hat. Ihr habt auch eine ganz tolle Aktion für alle diejenigen, die jetzt vielleicht nicht schon letzte Woche unterwegs waren und einen Song geschrieben haben, aber ihr könnt da Abhilfe schaffen. Was macht ihr? Wir haben für die Leute, die auch gerne Danke sagen möchten, auf unserem YouTube-Kanal eine Video-Message erstellt, die jeder seiner Mutter schicken kann. Mhm. Also checkt unseren YouTube-Kanal, einfach Tjalda Sascha bei YouTube eingeben und dann könnt ihr eurer Mutter diese Message zukommen lassen und selbst auch mal Danke sagen. Mhm. Geht vor allem auch auf tjaldasascha.de, das konnten wir den ganzen Abend noch nicht machen, weil da gibt es noch ein großes Making-of zum Muttertag-Song. Könnt ihr also auch noch mal ganz genau reinschauen. Ja, Muttertag, ihr habt den Song präsentiert. Wie verbringt ihr den? Ja, ich habe extra meine Mama aus Holland geholt und gefragt, ob sie mal am Wochenende zu mir kommen wolltest. Nur für Muttertag? Nur ich für muss Muttertag. Farben in den Haus. Du musst nicht mal. Ja. Ich habe was geplant, aber das weiß sie noch nicht. Warte, noch eine Überraschung. Oh, nee, ich sag Das verraten wir jetzt hier nicht. Aber ihr verbringt viel Zeit gerne miteinander als Mama und Tochter. Ja, auf jeden Fall. Und auch in Holland. Mhm. Genau. Auch in Holland, nicht nur hier bei uns. Ja, weil ich sie ja natürlich nicht so oft, aber wenn ich nach Holland gehe, bin ich eigentlich immer bei dir. Ja, immer. Man sieht auf jeden Fall, Mutter und Tochter kennen sehr gut miteinander. Wie verbringt ihr den Muttertag? Also ich muss leider sagen, ich werde wahrscheinlich arbeiten und lernen müssen. Och, ja, denn, sowas. Ich mache noch mal... einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Marketing und da habe ich am sehr löblich. Ja, und da habe ich am Montag meine Examensklausur, deswegen werde ich
üben, üben, üben. Ist wahrscheinlich das beste Muttertagsgeschenk, dass wir das noch machen. Wir haben das heute vorgezogen. Wir verzichten auf Muttertag. Ja, das ist meine liebe Mama. Und du kannst ja jetzt auch den Song einfach immer und immer und immer wieder anhören. Ihr könnt auf jeden Fall das auch tun. Geht auf tialdasascha.de und da kann man den Song mittlerweile auch kaufen. Ich freue mich total, dass ihr heute hier wart, dass wir Teil dieser großartigen Überraschung sein konnten. Und jetzt herzt eure Mamis ganz toll. Und ihr macht es auch. Bereitet was Schönes vor für Muttertag. Ihr habt gesehen, es ist einfach das Größte, was man haben kann. Familie. Und wir als Familie NRW Live melden uns am Montag natürlich wieder. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Schönes Wochenende euch. Macht's gut. Tschüss. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that.